Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Diese Weisung von Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen wir natürlich beherzigen und haben uns deshalb nur auf Aussagen der offiziellen Corona-Stimmen zu diesem Durchblick am Jahresende verlassen. Blicken wir nun zurück ins erste Jahr der Masken mit Jens Spahn, Christian Drosten, Lothar Wieler und Angela Merkel. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass wir das alle für uns einordnen. An Grippe, die Grippewelle startet gerade, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Patienten im Jahr. Und ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass auch das eben ein Risiko ist, das wir jeden Tag haben. Der Verlauf hier, das Infektionsgeschehen, ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen. Ich habe jetzt Fieber und ich weiß über die Erkrankung, die wird für mich nicht so schlimm sein, aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf. Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Wir haben auch für jede Entwicklung Pläne. Wir haben ja gelernt aus den letzten Jahren, SARS, EHEC, übrigens auch selbst für eine Grippe. Pandemie hätten wir Pläne in der Schublade, weil Grippe sich ja auch sehr unterschiedlich entwickeln kann. Und das, finde ich, ist das wichtige Signal, dass wir wüssten, wenn die Zahlen sich veränderten, bei welcher Erkrankung auch immer, dass wir dann mit den Krankenhäusern und den Ärzten auch geeignete Maßnahmen schon geplant haben. Die Frage ist natürlich immer auch die der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme. Und es war ja nicht abzusehen, dass es dort eine entsprechende Infektion gibt. Aber hätte man damit nicht rechnen müssen? Naja, mit der Begründung, Herr Zamperoni, müssten wir ja das ganze öffentliche Leben in Deutschland, Europa, auf der Welt beenden. Wir sehen, in Italien sehen wir das ja, in China ist es ja lahmgelegt. Droht uns sowas auch? Ja, wir sehen aber in Italien und in China, dass das am Ende eben auch das Infektionsgeschehen nicht beendet, wenn sie möglicherweise im ersten Moment vielleicht einen Ort unter Quarantäne stellen. Also man muss am Ende ja abwägen, was hat welche Folge, was ist eine angemessene Reaktion. Und das ist eben auch genau die öffentliche Debatte, die es ja braucht, weswegen ich das ja auch von vornherein transparent angehe. Und auch für den Hausgebrauch oder den privaten Gebrauch braucht es keine Masken. Desinfektionsmittel und Masken, Schutzmasken, sollten vor allem für Ärzte, Pflegekräfte, medizinisches Personal vorhanden sein. Und deswegen kann ich eben nur sagen, auch die Bürgerinnen und Bürger bitten, wenn sie fragen, welchen Beitrag sie leisten können, auch um die aktuelle Lage zu bewältigen, ist, dass wir diese Produkte eben vor allem für die lassen, die wirklich an der Front gegen das Coronavirus kämpfen. Dankeschön. Der klassische OP-Mundschutz, den viele tragen, schützt sehr überschaubar, um es so zu formulieren. Es ist auch gar nicht notwendig, wenn man sich an die Regeln hält, die ich vorhin mit Blick auf Atemwegserkrankungen beschrieben habe. Wissen Sie, das ist ja die Frage, wenn Sie, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wenn Sie einen Bereich total abregeln und dann lüften Sie das wieder sozusagen, dann kommt das Virus rein. Es ist nicht, Sie verhindern es nicht, es kommt. Sie können mit keiner Abregelungsmaßnahme es verhindern. Außer Sie sind ganz allein auf einer Insel und lassen niemanden mehr drauf. Dann vielleicht. Und deswegen ist die Frage, wie verlangsamen wir, das ist die entscheidende Frage. Nicht sozusagen durch, dass man mal phasenweise in bestimmten Regionen zu Entscheidungen kommt und sozusagen auch die Bürger bitte zu Hause und so. Okay, aber nicht generell. Am Anfang gab es mehr Zurückhaltung zu diesen Masken, zu den Alltagsmasken, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Jetzt wandelt sich auch die Meinung der Experten und der werden wir uns natürlich nicht entgegenstellen. Allerdings sagen uns alle Experten, eine gut gehandhabte Maske, das heißt regelmäßiges Waschen, nicht zu lange tragen, heiß bügeln oder in Backofen oder in Mikrowelle stecken, ist die Voraussetzung dafür, dass die begrenzte Wirkung, aber wenigstens die begrenzte Wirkung auch eintritt. Unsachgemäßer Umgang wäre noch fataler. In den letzten Wochen fragte man sich in der Hauptstadt, warum ist die Kanzlerin eigentlich immer ohne Maske unterwegs? Gestern dann die Antwort. Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können,
zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ich trage meine Maske im Alltag, wenn ich gerade aus einem Restaurant komme, aus Verantwortung. Ich trage sie nicht, weil mich jemand zwingt. Ich trage mich nicht, weil ich ein Sklave bin, wie ich lese. Wer eine Maske trägt, ist ein Sklave. Ich trage sie aus freier Entscheidung und freier Verantwortung. Also wenn ich mir so anschaue, was sonst so auf der Welt los ist, sind wir doch in Deutschland mit den Aha-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, die mal nervig sind, okay. Aber das ist doch echt ein vergleichsweise mildes Mittel im Vergleich zu all den Maßnahmen, die wir eben an anderen Stellen gesehen haben. Und wenn wir jetzt noch eine Zeit lang, einen Herbst und einen Winter lang, denke ich vor allem, dann schauen wir, wie es dann ist und wie die Lage dann ist. Aber durch diesen Herbst und Winter miteinander vor allem Masken tragen und aufeinander aufpassen, wenn wir wieder mehr in geschlossenen Räumen sind, dann mag das manchmal nerven, aber es schützt halt. Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin, und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Dann sag ich, doch, brauche ich nicht nur, muss ich sogar, nach den Regeln dieser Stadt. Aber Regeln müssen dann auch durchgesetzt werden. Und das klappt doch auch gut. Ich meine, es gibt jetzt eine Akzeptanz für die Masken. Das hätten wir uns doch alles vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können, wenn ich Ihnen gesagt habe, Sie sitzen jetzt hier alle mit Maske und tragen die auch geduldig und sind da bereit, diesen Beitrag zu leisten beim Einkaufen und so weiter. Das klappt doch auch gut. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen und dann kriegen wir das vielleicht auch wieder hin. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.